Hallo, mein Name ist Sabine und im folgenden Video will ich dir erklären, wie die Zellteilung und die Mitose funktionieren. Nachdem du diesen Film gesehen hast, weißt du, wie quasi aus einer Zelle zwei werden. Dabei bezeichnet die Mitose die Teilung des Zellkerns. Aber aufpassen! Die Mitose beschäftigt sich mit der Teilung der Körperzellen, also Muskelzellen, Hautzellen, Zellen, die im Gewebe deines Darms von deinem Körper sind. Und das musst du ganz dringend von der Meiose unterscheiden. Die beschäftigt sich nämlich mit der Bildung der Keimzellen, also bei Menschen mit der Bildung der Eizellen bzw. Spermien. Das Leben einer Zelle lässt sich in einem Zyklus betrachten. In der G1-Phase, das G kommt vom englischen Wort Gap, das Lücke oder Pause bedeutet, wächst die Zelle. Sie produziert Proteine, bildet neues Zellplasma, vermehrt ihre Zellorganellen und so weiter. In der S-Phase, der Synthesephase, wird die DNA. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com